Was kriegt man für 100 Euro auf dem Münchner Oktoberfest? Dass die Wiesn teuer ist, wissen wir ja alle. Aber werden wir am Ende überhaupt satt oder haben wir uns trotzdem komplett vollgefuttert? Das finden wir heute heraus. Als allererstes sagten wir uns so zum Frühstück und so, gönnen wir uns einen Kaiserschmarrn. Und zwar im Café Kaiserschmarrn, absoluter Klassiker hier auf der Wiesn. Hier gibt es den Richard Kaiserschmarrn, den gibt es zum Beispiel auch am Marienplatz. Schaut so ein bisschen aus wie so ein Omi-Treff, auf jeden Fall am Montagvormittag. Die kleine Portion kostet hier 9,60 Euro, aber wir sind natürlich zu zweit und gönnen uns die große Portion für 11,70 Euro. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal hin und bestellen. Unser Kaiserschmarrn ist gekommen. Ich sehe hier schon das erste Manko. Aber ein traditioneller Kaiserschmarrn hat halt nun mal Rosinen. Also werden wir die ausblechen und trotzdem genießen. Ich glaube, ich nehme einfach mal ein Stück ohne Rosinen. Wir machen unseren Kaiserschmarrn halt immer mit aufgeschlagenem Eiweiß. Dann ist er relativ fluffig. Das ist der jetzt nicht. Der ist halt nicht ganz so fluffig. Ich glaube, ich gebe dem Ganzen eher so 6 von 10. Okay, okay. Auf jeden Fall schon mal viel Apfelmus, wollte ich noch sagen. Das ist gut. Und das Apfelmus ist auch sehr lecker, aber man sieht es tatsächlich direkt schon, ist nicht so richtig fluffig, das ist echt ein Manko, das ist nicht so nice. Der erinnert mich eher an so Hütten-Kaiserschmarrn beim Skifahren oder sowas. Ist so ein solide, ich würde sogar sagen, einfach nur eine 5 von 10. Einfach so eine Mitte. So. Ist nicht schlecht, aber auch nicht so richtig gut. Nee. Als nächstes gibt es eine Leberkass-Semmel. Keine mit Fleisch, sondern eine vegane sogar. Erstmal muss ich direkt anmerken, dass die vegane einfach über 1 Euro teurer ist als die normale. Was ich sehr dreist finde, da gehen schon wieder 6,80 Euro von unserem 100 Euro Budget runter. Wir haben letztes Jahr schon mal eine vegane Leberkassemmel getestet und die war gar nicht schlecht. Ich war wirklich überzeugt. Schauen wir mal, wie es dieses Jahr aussieht. Münchner Stuben. Ich würde sagen, holen wir mal. Servus. Ich hätte gern eine vegane Leberkassemmel einmal, bitte. Dankeschön. Es gibt einfach keinen süßen Senf hier. An Sirsen. Ich glaube, jetzt müssen wir einfach Leberkassemmel mit Ketchup essen, weil ganz ohne Soße ist ja noch schlechter. Jetzt einfach Senf nehmen. Dann nehme ich mittelscharfen Senf. Ist aber auch nicht perfekt. So sieht das Ganze jetzt aus. Ist von Green Force, gibt es anscheinend auch bei uns im Rewe zum Beispiel. Leider nur mit mittelscharfen Senf jetzt. Ist echt ein bisschen enttäuschend. Mir fehlt definitiv der süße Senf. Der wäre wichtig gewesen. Aber ich würde sagen, wir probieren es trotzdem mal. Voll die gute Konsistenz. Mega guter Geschmack. Ich finde, die Semmel ist fast so ein bisschen wie vom Vortag allerdings. Die sind relativ hart. Aber der Leberkass ist übel geil. Ich würde mir direkt nochmal holen. Okay, sagen wir mal von 10 möglichen Mastkrügen 7,5. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie echter Leberkass schmeckt. Aber aus meinen Erinnerungen würde ich sagen, dass der sogar besser ist als echter Leberkass. Also der schmeckt jetzt nicht gleich. Allen Bayern stellen sich die Haare zu Berge. Das denke ich mir auch. Oha, Leute, ich habe einfach 50 Cent gefunden. Richtig nice. Jetzt haben wir 100 Euro und 50 Cent. Eine Pommes mehr, also eine Pommes. Für unser drittes Frühstück stehen wir jetzt vor Café Therese. Hier gibt es verschiedene Sachen. Ich habe schon gesehen, die haben hier ausgezogene. Die wollten wir auf jeden Fall mal testen. Aber vielleicht finden wir noch das eine oder andere Schmankerl. Es sieht auf jeden Fall sehr süß aus. Also hat echt ein schönes Design. Und deswegen gehen wir da jetzt rein. Das Zelt ist von innen auf jeden Fall mega süß eingerichtet. Wir sitzen hier so am Fenster. Das gibt so richtige Hütten-Vibes einfach. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Wir haben uns erstmal eine Sachertorte bestellt und einen auszogenen und einen Cappuccino. Wir haben mit Trinkgeld etwa 23 Euro gezahlt. Der Cappuccino ist mit 7,20 Euro schon sehr teuer. Das muss man schon sagen. Selbst für Wiesenpreise echt schon gut happig. Hier so einen richtig ehrlich bayerischen Auszogenen. Das ist einfach Hefeteig frittiert mit Zucker drum. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Ich würde sagen, beißen wir rein. Schön fluffig auf jeden Fall, zuckrig, leicht saftig noch. Das Fett ist auf jeden Fall auch gut gewesen, wo das ausgebacken wurde drinnen. Genauso habe ich es erwartet, genauso wollte ich es. Ich muss sagen, ich bin ja heute ein Kulturbanause, weil ich habe mir eine Wiener Sachertorte auf dem bayerischen Oktoberfest bestellt. Nichtsdestotrotz probieren wir die jetzt. Also der Teig von dem Kuchen ist super saftig, überhaupt nicht trocken. Die Marmelade harmoniert super mit dem Teig. Und unten ist der Boden hier, sieht man das noch, ein bisschen crunchiger. Das ist auch zusammen mit der oberen Schokoladenschicht. Ich habe noch nicht so oft Sachertorte gegessen, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall die beste, die ich hier bisher gegessen habe. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass sie so gut geschmeckt hat, die letzte. Für eine Sachertorte wahrscheinlich eine 10 von 10. 10 von 10. Kann ich jetzt schwer beurteilen. Kleines Zwischenfazit, schau mal, wir haben etwa 40 Euro ausgegeben. Also wir haben noch 60 Euro übrig. Aber ich bin eigentlich schon voll, obwohl wir noch nicht mal was Gescheites gegessen haben. Deswegen schauen wir jetzt aber mal zu was Gescheitem. Kässpatzen oder direkt ins Zelt, da die Song. Käsespätzle muss man auf dem Oktoberfest natürlich auch probiert haben. Und hinter uns der Stand, der hat nicht nur normale Käsespätzle, sondern auch Käsespätzle mit Pesto und Blattschmierart und mit Sauerkraut. Gut, das klingt jetzt mir ein bisschen zu skurril, aber die mit Pesto würde ich auf jeden Fall gerne testen. 9 Euro ist auf jeden Fall preislich auch noch im Rahmen. Und ich würde sagen, wir schauen mal hin. Hallo, wir hätten gerne einmal Spinat-Käsespätzle. Also verschiedene Punkte, die mir hier gleich aufgefallen sind. Wir haben zum einen gleich mal 2 Gabeln bekommen, hier wurde mitgedacht. Außerdem ist die Portion relativ groß und sie haben essbare Schälchen, also sehr umweltbewusst. Dann schauen wir mal, ob die Spätzle jetzt
jetzt auch noch geschmacklich überzeugen. Ja? Schön gesalzen, schmecken relativ käsig. Man schmeckt auch schön noch das Pesto raus und den Spinat. Die Spätzle sind vielleicht ein bisschen weich für meinen Geschmack, aber im Großen und Ganzen echt okay. Portion ist auch groß, kann man machen. Kleiner Handwerk auf der Wiesn braucht man natürlich auch erlebt und beherrt. Aber wir hatten jetzt keine Lust, hier 10, 12 Euro für ein Herz auszugeben. Deswegen haben wir uns einen selber gekauft für 3 Euro bei Kaufland. Es sieht doch nicht mehr so gut aus. Ich glaube, das ist von unserer Beute ein bisschen kaputt gegangen. Aber immerhin habe ich jetzt ein günstiges, wenn auch kaputtes Herz dabei. Wir stehen jetzt vor unserem Wiesengeheimtipp. Und zwar gibt es hier 250 Gramm Mandeln für 5 Euro. Der ist sehr zentral gelegen, direkt in der Mitte der Wiesn. Ihr müsst an allen anderen Mandelständen vorbei, aber es lohnt sich, denn bei allen anderen Mandelständen zahlt ihr so für 100 Gramm 5 Euro. Und wir schauen jetzt mal hin und holen uns ein paar gebrannte Mandeln. Hallo, ich hätte gerne einmal das Special Offer. Und schon wieder sind 5 Euro weg, aber die haben sich auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt kann ich noch 3-mal weitere Mandeln kaufen. Aber ich glaube, wir geben das für andere Sachen aus. Und wir können natürlich keine Wiesn-Foodtour machen, ohne einmal ins Zelt zu gehen. Wir stehen jetzt hier vor dem Armbrustschützenzelt. Das ist ein Paulaner-Zelt. Und wir gehen aber in den Biergarten nicht ins Zelt rein, da ist besseres Licht. Und da wir kein Fleisch essen, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, hier was zu finden. Aber in dem Zelt gibt es anscheinend einen richtig guten Seitan-Gulasch und den probieren wir. Schauen wir mal, was wird. Ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben Seitan-Döner gegessen, aber sonst habe ich eigentlich noch nie Seitan probiert. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie es schmeckt und ob das ansatzweise an diese Textur von diesem Gulasch hinkommt. Normalerweise ist es, glaube ich, Rindfleisch, gell? So Rindsgulasch oder so. Hirsch oder hier? Gibt's auch. Also unser Gulasch ist schon gekocht. Hat keine 5 Minuten gedauert, bis wir alles hatten, ne? Aber es fällt gleich auf, 23,80 Euro für einen Knödel und ein bisschen Gulasch so. Noch groß verteilt hier auf so einem Teller, ist schon happig, also ist schon sehr happig. Ich muss sagen, meine 9 Euro Kässpatzen waren mehr als das, was hier drauf ist. Das sind nur erstmal die ersten Eindrücke, die ich hier bekomme. Also geschmacklich schmeckt es auf jeden Fall nach Gulasch, das ist okay. Aber ich weiß nicht, der Seitan ist mehr so wie so ein Tofu-Würfel. Wenn ich jetzt ja so ein Hirschgulasch, richtiges Fleischgulasch habe, dann habe ich immer so Fleischfaser drin. Und das kenne ich auch bei Seitan. So, es gibt so Seitan-Pulled-Pork und so, wo man auch wirklich diese Fasern dann hat in dem Fleisch. Das ist hier leider irgendwie gar nicht so. Ist das mehr so ein Stück Tofu hier, der Seitan. Sehr enttäuschend. Nachdem das Seitan an sich tatsächlich sehr, sehr enttäuschend war, möchte ich jetzt aber trotzdem noch ein paar positive Dinge sagen. Und zwar zum einen, der Knödel ist richtig gut, finde ich persönlich. Also das ist ein richtig guter Kartoffelknödel. Das haben sie sehr gut gemacht. Die Soße an sich schmeckt halt schon sehr, sehr nach Gulasch, ohne dass da ja Fleisch drin war jemals. Normalerweise gibt es ja auch den Geschmack mit ab ans Gulasch. Also das finde ich schon sehr gut. Die Stücke hätte man basically einfach rauslassen können, die Seitan-Stücke. Also wenn ich jetzt alles zusammen bewerte und auch den Preis mit einbeziehen, muss ich leider sagen, eher enttäuschend, wird 5 von 10 geben. Es schmeckt ja jetzt nicht schlecht, also es wäre unfair, jetzt schlecht das zu geben, aber es ist halt einfach nur so, ja, so durchschnittlich, einfach so mittelmäßig. Ich glaube, ich hätte es basically ohne die Stücke einfach besser gefunden. Also wir haben jetzt schon 94 Euro verbraucht, das heißt, wir haben noch genau 6 Euro übrig und das passt perfekt, denn Schoko-Erdbeeren kosten auch 6 Euro, dann haben wir noch was für den Heimweg. Schoko-Erdbeeren kann man ja eigentlich nicht so viel falsch machen. Erdbeeren sind nicht mehr ganz so süß, man merkt, die Erdbeerzeit ist schon ein bisschen vorbei. Aber ansonsten kann man eigentlich auch mit Schoko-Erdbeeren nichts falsch machen. Und das war's auch schon wieder mit unserer Wiesn-Foodtour. Wir haben die 100 Euro auf jeden Fall punktgenau aufgebraucht. Hier könnt ihr noch 2 andere Videos schauen und ansonsten sehen wir uns wieder auf der nächsten Wiesn.